So, wir sind jetzt in einem richtigen Sushi-Restaurant und man könnte jetzt à la carte wählen oder man wählt jetzt hier so ein Tellerchen aus und das ist dann zu verschiedenen Preisen zu haben. Cool. Wir sind jetzt auf der Fahrt Richtung Süden. Wir kommen irgendwann an die Küste. Wir haben jetzt so den großstädtischen Bereich von Sydney hinter uns gelassen. Und ja, dann freuen wir uns auf das, was auf uns zukommt jetzt. Die ersten Serpentinen sind Neuseeland. Wir kommen der Küste jetzt näher. Und wir fahren dann weiter nach Süden ausschließlich an der Küstenstraße entlang, die, wenn ich richtig das im Blickfeld habe, Ocean Scenic Route oder so ähnlich heißt. Das werden wir gleich sehen. So, dieser Küstenstreifen werden wir jetzt tendenziell nach Süden folgen. So, wo wir jetzt stehen, das heißt Bold Hill Lookout. Und davon werden wir jetzt auf der weiteren Fahrt viele haben. Und hier heißt Sea Cliff Bridge. Hier unten heißt Lawrence Hargrave Drive und hier steht es one of the most scenic roads in Australia. Okay. Also es ist jetzt hier wirklich ein schöner Drive, obwohl wir das Meer eigentlich nur sehr selten sehen, weil da überall Häuser vorgebaut sind. Aber hier kann man mal einen kurzen Blick auf den Beach erhaschen. Ich bin jetzt zum Picknick. Ziemlich ungewöhnliches Zwischenziel. Der Nantien-Tempel ist offensichtlich der größte buddhistische Tempel in Australien. Das ist auch so lange her, dass ich eine Buddha-Statue gesehen habe. Ja, das stimmt. Haben wir mal nachgeguckt. Das ist der größte Buddha-Tempel in der südlichen Hemisphäre. Das erinnert mich immer an unsere Reisen da in Südostasien. An jeder Ecke gab es da eine Pagode. Pagoda. So, das war's jetzt mit Buddhismus. Wenn ich das hier alles sehe, denke ich an die vielen, vielen Reisen, die wir in Südostasien gemacht haben. Da hast du praktisch zwei Tempel pro Tag auf dem Programm. Das Meer. Wir suchen jetzt einen Platz, der heißt Casino Rocks. Also da unten ist so ein Blowhole, wenn du lang genug wartest, dann kommt da eine Wasserfontäne hoch. So funktioniert ein Blowhole. Du brauchst natürlich innerhalb des Tunnels eine ziemlich große Welle. Ja, jetzt haben wir gerade so einen. Wow! So, hier bei dem Blowhole gibt es sogar einen Leuchtturm. Aber es ist ein ziemlich touristischer Platz. Muss man nicht zwingend gesehen haben. Wir sind angekommen, wir haben jetzt hier für zwei Nächte ein Motel. Nach 70 Metern. Navigation ist noch nicht ausgeschaltet. Das ist nichts Spektakuläres, aber man kann schon hier sehen, wir haben hier tolle Beachen ganz in der Nähe, da werden wir uns heute und auch morgen noch mit beschäftigen. Schatzi, wie gefällt es dir hier? Sehr gut. Für zwei Nächte ist das okay, oder? Mhm.
Ja, hier gibt es also zwei riesige Beachen. Und das gucken wir uns aber dann morgen in Ruhe an. Und die hier vorne sind. Hier, hier heißt ja auch Harrison, ne? Huskissen. 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 Also ähnlich. Also, wir haben hier zwei schöne Beachen und auch eine andere Beachen. Aber hier ist vor allen Dingen auch eine vernünftige Kneipenszene und Restaurantszene. Also hier kann man zwei Tage. Andere Beach, aber die sieht nicht ganz so prickelnd aus. Hier gibt es Steak für mich auf dem Sturmgrill. Und Heidi mag das nicht, sie kriegt ihren Fisch vorher zubereitet. Ich bin froh, wenn ich mal nicht kochen muss.